Wir stehen hier oben in der Presselounge. Sowas gibt es hier bei der Floating Bricks. Neben mir steht leibhaftig Michael. Wir wollten so ein bisschen philosophieren, ein bisschen nachdenken, in uns gehen hier oben, wie uns das Ganze gefällt bislang. Insofern dein Eindruck von der Floating Bricks 2018. Ja, danke, Andres. Es ist eine ganze Menge los hier. Viele Gäste, nochmal sehr viel größer als unsere zusammengebaut. Das überrascht mich. Ich kenne bisher nur Köln, die große Lego-Ausstellung, dieses Jahr wieder. Wir werden dabei sein. Und an so einem sonnigen, schönen Tag, man kann das vielleicht sehen, hätte ich nicht gedacht, dass hier so viele Menschen in die Floating Bricks kommen. Und es ist wirklich von dem kleinen Mock bis zu einem großen Star Wars Modell alles vertreten. Viele große Baumeister, die wir schon kennen oder gerade erst kennenlernen, was auch Spaß macht. Und ich war ja vor einiger Zeit in Prag, noch gar nicht so lange her, und habe dort einige Lego-Modelle gesehen. Und siehe da, der Baumeister ist auch hier und wir haben ein paar Worte wechseln können. Das war für mich tatsächlich ein kleines erstes Highlight. Spielt die Regie gerade ein, die Bilder, genau, von Thomas gerade, lassen wir nebenbei laufen. Riesenrad hat er dabei, sogar zwei Stück, die Achterbahn. Haben wir alles schon gefilmt. Er ist natürlich sehr gut besucht. Es geht gerade noch so. Ich finde, die Wege sind dies Jahr gut gestellt. Ist ein bisschen kuschelig, aber das magst du ja, ne? Natürlich, und wir kennen das ja von der Zusammengebaut auch. Was macht das Flair von so einer Veranstaltung, finde ich, aus? Es ist lebendig, es ist interaktiv. Man kommt auch seinen Bauern, seinen Lego-Bauern näher und kann mit ihnen sprechen und lernt auch andere Fans kennen. Ich finde das schön, und wer die Enge nicht mag, der kann ja auch ein bisschen von der Ferne gucken. Ja, aber du magst doch, Michael, so kenne ich dich doch. Aber wir sind schon oft genug zusammen gereist. Aber Spaß beiseite. Mir gefällt in diesem Jahr wirklich die Durchmischung. Wie du schon sagst, dass wir wirklich große Bauwerke haben. Von Thomas, den Reichstag haben wir da unten. Den Michel, auch natürlich noch genannt, eine tolle Bauaktion hier in Hamburg. Also das gefällt mir richtig gut, denn wir haben halt auch des Weiteren zahlreiche kleine Modelle, kleinere Layouts. Also die Mischung macht dir die Musik. Reden wir mal über das Ambiente. So direkt an der Elbe, man guckt raus, sieht die Bötchen. Das hat was, ne? Ja, also erstmal muss ich sagen, wir haben hier einen klaren Hamburg-Bezug in der Ausstellung. Viele Modelle von Hamburger Gebäuden, von Schiffen, die man einfach kennt. Das heißt, hier ist eine Identifikation, glaube ich, für jeden Hamburger Besucher da. Draußen fahren dann die großen Pötte rum. Wir haben die AIDA schon gesehen. Spielen wir eine Regie einmal, genau, spielen wir ein. Wunderbar. Ja, gegenüber liegt die Werft. Man kann gucken, draußen ist fürs leibliche Wohl gesorgt. Ja, wir haben wirklich Waffeln. Wir haben... Du hattest Waffeln? Draußen gibt es Waffeln, ja. Draußen gibt es Waffeln? Ja. Du hast eine Waffel schon gegessen ohne mich. Aber hätte ich dir eine mitbringen sollen, Andres? Gut, aber davon ab, Essen ist ja nicht das Hauptthema. Es geht ja vor allem um Lego. Ich finde, wie schon gesagt, die Durchmischung richtig gut. Es wird ein großes Mosaik erstellt. Und in Bezug auf Hamburg wollte ich nochmal alle Sachen durchgehen. Wir haben natürlich den Michel eben schon erwähnt. Wir haben die Landungsbrücken von René Hoffmeister und seinem Team Design in Stein. Wir haben des Weiteren gesehen, was ich sehr, sehr klasse finde, das Radisson Blu Hotel. Ja. Im Miniscale-Maßstab ist auch toll. Wir haben natürlich hier aber auch benachbarte Regionen. Wir haben St. Peter-Ording da, hier unten. Kann Chris vielleicht sogar mal, wenn er das hinbekommt und nicht stürzt hier, vorbeischlängeln. Da unten ist SPO, St. Peter-Ording ist auch da. Und Michael, du bist ja Norddeutscher, das heißt, du fühlst dich hier, ich natürlich auch, aber du fühlst dich hier als Nordlicht, als wahrer Wikinger gut aufgehoben. Ja, das tue ich selbstverständlich. Es ist immer schön, in meiner Heimat zu sein. In der Aufzählung darf natürlich nicht die Elfi fehlen. Die Elbphilharmonie, die hier ausgestellt wird. Ich glaube, du hast sie sogar als erstes einmal bei Zusammengebaut präsentiert. Das ist ein wirklicher Hingucker, sogar zum Öffnen. Und insofern gibt es hier wirklich ein paar Layouts, die man so vielleicht noch nicht woanders gesehen hat. Und ich stelle auch fest, dass jeder Aussteller sehr gerne gerade den jungen Lego-Fans Auskunft gibt, ein paar Tipps und Tricks zeigt, sodass man hier also nicht nur gucken kann, sondern auch nachbauen kann. Ich glaube, viele bekommen hier Anregungen und Ideen, Leidenschaft. Was kann man denn alles noch bauen? Das ist schön, finde ich. Das sehe ich genauso. Und wir haben hier bislang einen richtig stimmungsvollen Tag verlebt.
sind ja noch bis Sonntagabend da. Und dann würde ich sagen, das war so eine kleine Einschätzung von uns. Wir werden dann, wie gesagt, so ein paar Bilder hier noch einspielen. Es gibt zahlreiche Videos mit Vorstellungen der Klasse-Layouts im Einzelnen dann in den nächsten Tagen und Wochen. Michael, dein Schlusswort hier aus dem Hamburg Cruise Center in Altona. Ja, ich sehe gerade, wie man uns winkt. Ich winke natürlich erstmal zurück unseren Fans, die hier ganz gespannt draufschauen. Und insofern bin ich froh, dass man so ein Cruise Center auch nicht nur zum Cruisen nutzen kann, für Kreuzfahrten, sondern wirklich so eine schöne multifunktionsfähige Halle auch in Hamburg hat. Wir cruisen weiter. Michael Kopp, Andres Lehmann an der Kamera. Chris, vielen Dank und bis bald. Tschüss.